Sag mal, jetzt habe ich zwar ein, ich habe jetzt das blöde Knacksen von der Kamera da drin. Da habe ich, die Kamera hat einen kleinen Schaden von dem Bild. Das ist, das habe ich für vor etlichen Jahren, so 3 Monate gebracht, um das zu meinen, lieber Walter. Jetzt sind wir live da. Jo. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Und der Walter Köbel ist also, Ladies and Gentlemen, ist also ein Pfundskerl, ein Freund geworden, der mir also wirklich hilft. Und das sind dann Freunde, der bemüht sich, der rennt jetzt bei mir rum und hilft mir, dass wir in Berlin die Bude stürmen. Ja, ich bewundere jetzt gerade dein Bild. Mhm. Du hast es vorher gezeigt, weil ich sitze jetzt da schon seit ungefähr einer halben Stunde und das Bild ist faszinierend. Und zwar durch diese ganz Plastik dieser Steine, die man da auf dem Bild sieht. Also ganz eine ruhige Landschaft, wird durch die Plastik dann ein bisschen unruhiger, aber insgesamt faszinierend. Man kann also den Blick ganz offen wenden. Also das ist ganz sicherlich ein Meisterwerk. Ob man jetzt befreundet ist oder nicht, spielt da keine Rolle. Das ist ganz klar ein Meisterwerk von Knox. Und wir haben gerade gesagt, dass wir es gemeinsam bedauerlich finden, dass die hier in Burghausen also zu wenig dieser Künstler und auch seine Werke, die sich dann gut ansehen lassen im Proxoleum, dass das zu wenig beworben wird. Also das verstehen wir beide nicht. Also ich verstehe es nicht, dass als Bürger der Stadt Nötting, weil wie gesagt, man kennt zwar das Knopfsoleum, man hat schon davon gehört, aber man sollte auch schauen, dass da Leute reingehen und dann auch das Künstlerische, also nicht nur das Kulinarische, sondern auch das Künstlerische ordentlich genießen können. Oh ja, oh danke, das war eine schöne Beschreibung. Darf ich dich veröffentlichen? Ja. Oh ja, genau, mit der Überblendung. Natürlich wäre ich da, wird man da, Sie jetzt reißen wir von diesem Bild, von, weiß ich den Titel nicht, schau da, ist so wurscht. Tirini, bist du dabei? Wie aus der Pistole geschossen, meine Frau? Aber ich weiß jetzt nicht, ich muss jetzt irgendwie nachschauen in meinem Speicherplatz und sie ja immer verwurzelt und verfremdet. So, meine Damen und Herren, und jetzt habe ich gerade festgestellt, den Bild- und Filmtiteln, den Filmtitel, den nenne ich jetzt also unser Steindl, Bild Nummer 1. Da bin ich, das ist ein Konzert. Nee, darf ich nicht mitspielen? Mann, ich darf jetzt nicht mitspielen, Mimi. Du spielst halt gleich, du spielst noch mal ein bisschen. Ja. Jetzt machen wir jetzt blablabla. Das geht nicht mehr. Nein, das ist die künstliche Art. Tut mir leid. Kann man das, leid, sie ist gerade Richtung Free Jazz los, Marcel. Ja. Was wollt das da rum? Wer wollt?
Das ist der deutsche Ball, der Reihe, das ist der deutsche Ball.